und in die nächste Welt zu gehen. Eggman, welche ist das denn? Ich will mich aber nicht klein fühlen. Ich bin doch schon groß und stark. Naja, die nächste Zone ist Starlight Carnival. Eine wunderschöne Zone, wie ich finde. Sie spielt bei Nacht im Weltraum und alles steht Kopf. Sie hat doch so ein bisschen was von der Disco. Und Eggman hat eine ganz schöne Flotte hier. Ob das dieselbe ist wie aus Sonic Heroes? Ob das seine Eggfleet ist? Keine Ahnung, was ist die... Sagen wir seine Eggfleet. Ja, das passt ganz gut. Oh nein. Ausgerechnet die Typen aus Sonic Unleashed kehren hier zurück. Die sogenannten Egg-Chatfighter. Sehr nervige Gesellen. Sie können aus irgendeinem Grund schneller fliegen, als Sonic rennen kann. Und beballern einen mit dem Laser. Jetzt stellst du dich vielleicht die Frage, aber wenn die so nervig sind, wieso konntest du ihnen dann so einfach ausweichen? Weil die mit dem Quickstep arbeiten. Wobei, nein, es gibt natürlich nervige Gegner als die. Also es gibt auch noch einen nervigen Gegner in dem Spiel. Und die sind halt eher dazu da, um den Spieler abzufragen, ja, kannst du schon den Quickstep? So, aber jetzt wird erstmal abgefragt, ob ich schon das neue Wurst kenne. Nämlich den Cube. Ach Gott, ich habe irgendwie Bock nach oben zu gehen. Ne? Dem ist es nämlich so, man erzeugt mit Hilfe einer Druckwelle, man erzeugt eine Druckwelle und dann werden die Blöcke zu Blöcken. Und wenn man dann nochmal drauf drückt, dann werden die zu, was auch immer das sein soll, Puzzleteile? Sagen wir einfach, sind Puzzleteile. Also die Puzzleteile werden dann zu Blöcken und andersrum. Finde ich ganz nett, ehrlich gesagt. Aber ist teilweise ein bisschen langatmig, die Verwandlung. Dennoch, ich habe nichts gegen sie. Sie ist in Ordnung. Es gibt auf jeden Fall welche, die ich weniger mag. Beispiel Rakete. Komme ich jetzt hier nicht weiter, bloß weil ich den Cube nicht habe? Moment mal. Also jetzt auch das Level jetzt nochmal neu starten, oder wie? Bloß weil ich nach oben gegangen bin? Ist das euer Ernst? Moment. Das kann doch nicht sein, ne? Ah, ist auch nicht so. Das Ding kriegt... Fährt nach oben. Das heißt, ich muss erstmal dafür sorgen, dass es respawnt. Und dann... Hallo? Ah, jetzt. Und da muss ich das Ganze halt nochmal machen, ne? Ja, aber das hilft mir trotzdem nicht weiter. Muss ich das ernsthaft jetzt nochmal neu starten? Ach, kommt schon, Sega. Oder dann gehe ich halt hier lang. Das Töten von dem Robo nichts bringt. Gut, dann drücke ich halt an den Schalter. Und dann geht's zum Glück weiter. Ich dachte jetzt echt gerade, ich müsste den Level jetzt nochmal neu starten. Aber nein, ist alles genug. Ist alles okay. Na dann. Gut. Dann kann es ja weitergehen. Ne? Ja, wie ist man ist auch des Öfteren hier auf einem unsichtbaren Weg unterwegs. Oder auf einem Lichterweg, sagen wir es so. Hat so ein bisschen was von Sonic und die geheimen Ringe, muss ich sagen. Und hier haben wir die guten alten Motobugs. Aus Sonic the Hedgehog 1. Die aber ein massives Upgrade bekommen haben. Ne? Ja, sie sind jetzt sogar so schnell, dass sie mit Sonic mithalten können. Ne? Ja. Ihr habt auf jeden Fall eine krasse Entwicklung hinter euch. Muss ich schon sagen. Ja. Aber dennoch seid ihr kein Problem für das schnellste Wesen der Welt. Wenn man es nicht nur auf die Welt beziehen kann. Ne? So, dann. Selbst die haben noch Wisp in sich. Und jetzt taucht ihr aus dem schwarzen Loch noch mehr Schiffe auf. Bloß ein riesiges. Alter, wo hat Eggman eigentlich immer das ganze Geld und die ganzen Materialien und so viele Schiffe zu bauen? Ist das mal was mich interessieren würde? Wer finanziert ihn da? Oder ist Eggman insgesamt einfach nur steinreich? Das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, mit was verdient er sein Geld? Das wäre mal eine Frage, die ich mir stellen würde. Aber naja, ist es ein Videospiel? Da darf man das nicht immer so eng sehen, ne? Vielleicht könnte man sich ja auch teilweise bei Bowser fragen, wie er seine ganzen Festungen so finanziert. Wobei, das wurde sogar gesagt. Weil Bowser, der klaut sich das ganze Geld einfach immer wieder, was er braucht. Das war jetzt scheiße von mir. Ich glaube, jetzt komme ich an den roten Ring nicht mehr ran. Ne? Ach, na scheiße. Dann verzichte ich halt auf den. Ne? Was soll's.
Ist nicht so, dass ich ihn dringend brauchen würde. Aber wie kommt Eggman an das ganze Geld dran? Macht er einfach das gleiche wie Bowser? Ja, vermutlich. Aber genau wissen werden wir es nie. Und wieso mache ich mir darüber überhaupt Gedanken? Es ist ein Videospiel und nicht das Real Life. Oh, aber das hast du ja wirklich von Bowser abgeschaut, Eggman. Die Wände, die ganz langsam runterkommen und einen zerquetschen wollen, ne? Aber zum Glück ist Sonic schnell genug, um an den Stecken zu bleiben. Und jetzt geht er einfach nach oben. Und dann macht es mir sowieso nichts mehr aus. Und dann mache ich das Ganze gleich nochmal. Weil es dann noch ein Cube und eine weitere Sprungfeder. Und dann gibt es hier oben noch Ringe. Plus einen roten Ring. Ich habe es tatsächlich geschafft, nur einen einzigen Ring da zu sammeln. Was zum Teufel. Naja, was soll's. Jetzt geht's. Das ist ein letztes Schachtschiff. Oder überhaupt Luftschiff. Denn da ist das Ziel. Ja, schon noch mit der Gravitation rumgespielt. Und dann hat sich die Sache auch. Ja, immer ein B. Nee, ein A-Rang sogar. Nice. Da freue ich mich aber drüber. So, und jetzt sind die Würfelwisp auch überall in den Leveln verfügbar. Und man kann jetzt wieder zurückgehen zu Sweet Mountain und zu Tropical Resort. Ah. Act 2 oder Akt 2. Warum auch immer man das übersetzt hat. Hätte man das nicht unbedingt machen müssen, wie ich finde. So, hier wird doch mal ein bisschen mehr Wert auf den Cube gelegt. Man kann mit dem aber auch Gegner töten. Das wird dadurch die Druckwelle gemacht, die der Cube erzeugt. Warte mal, komme ich da vielleicht rein? Ja, das kann ich tatsächlich kaputt machen, aber ich glaube, da komme ich nicht rein. Nicht so ohne weiteres. Ich glaube, da brauche ich eine weitere Wissfähigkeit dafür. Und ich habe jetzt keinen Bock, die Tür zu öffnen, deswegen gehe ich da lang. So. Dann mache ich mal mit der Druckwelle die Kisten kaputt. Die Minen kann ich damit allerdings nicht zerstören, ne? Warum auch immer. Hat das nicht wirklich Sinn, aber ist halt so. Da. Da unten ist schon das Ziel. Okay, was ist der Sinn von der Tür, wenn ich auch einfach da so dahin komme während die Ringe? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Aber gut. So, jetzt will ich auf keinen Fall bei den Minen treffen lassen. Das würde nämlich unschön enden. Ach ja, da hat man aber was Wichtiges gesehen, ne? Man ist in der Würfelform nicht unverwundbar. Das heißt, die Eggpaws können einen mit ihren Knarren immer noch treffen, ne? Muss man halt darauf achten und nicht zu voreilig agieren, ne? So. Act 3 kommt als nächstes. Ja, übrigens, ich hätte auch jetzt nicht unbedingt das zweite Sweet Mountain machen müssen, ne? Ich hätte auch, erst Starlight Carnival machen können, ne? Wenn ich das dann möchte, aber ich habe es ja nicht von jeher so gemacht, dass ich Starlight Carnival als drittes mache und Sweet Mountain das zweite ist. Ist jetzt nicht so, als würden die sich jetzt krass vom Schwierigkeitsgrad her unterscheiden, aber ja, nur damit ihr es wisst, ihr könnt beide Welten machen, wie ihr wollt. Also, tatsächlich bietet Sonic Colors auch irgendwo Freiheit, was ich auch gut finde. Mag es, wenn Spieler einen vor die Wahl stellen, welche Welt man machen will. Weil, wie gesagt, man muss es nicht unbedingt Starlight Carnival vorher machen, ne? Man kann auch zuerst. Beziehungsweise, man muss jetzt nicht Sweet Mountain vor Starlight Carnival spielen. Man hätte es auch andersrum machen können, ne? Gut, nur damit ihr es wisst. Jetzt kommen wir auf dieses Trampolin hier zu sprechen, ne? Das folgt Sonic auf Schritt und Tritt. Und beschleunigt sogar mit ihm mit. Also. Man kann da auch ruhig ein bisschen schneller machen, ne? Na gut, auch nicht immer. Wie ihr gesehen habt, das Trampolin kommt dann meistens auch hinterher. Ne, so ein paar kleine Frame-Ruckler. Hätte es nicht sein müssen, ne? Aber gut. Das liegt halt vermutlich auch irgendwo an dem AR-Code. Bei Sonic Colors ist nicht zu 100%ig drauf aufgebaut, es in 60 FPS zu spielen, ne? Meistens funktioniert es, aber halt immer und nicht immer. Aber naja, dank der Emulation ist heutzutage vieles möglich. Man kann sogar Super Mario Sunshine mit 60 FPS spielen, ne? Ich habe das tatsächlich mal ausprobiert und ja, es fühlt sich richtig gut an, ne? Es fühlt sich so an, als wäre Mario Sunshine schon die ganze Zeit auf die 60 FPS ausgelegt. Als wäre Mario Sunshine schon die ganze Zeit auf 60 FPS ausgelegt. Ausgelegt und
Es anders zu machen wäre ein Verbrechen, gewesen, ne? Nur so es nur in 30 FPS zu machen und... Ja, Nintendo hat einfach irgendwie Scheiße gebaut oder so. Keine Ahnung. Fühlt sich auf jeden Fall sehr natürlich an, Mario Sunshine in 60 FPS zu spielen, ne? Will ich damit sagen. Ach, jetzt haben wir genug Ringe gesammelt und dann wird hier bei dem Sonic-Kopf was freigeschaltet. Aber was? Das zeige ich euch ein anderes Mal. Keine Sorge, ihr werdet es noch früh genug erfahren, ne? Wobei, nein, ihr werdet es eigentlich eher sehr viel später erfahren, ne? Wann? Das sage ich jetzt noch nicht. So, jetzt haben wir es hier mit einer riesigen Disco-Kugel zu tun, die radioaktive Strahlen schießt. Zumindest interpretiere ich das immer so. Ich denke mal nicht, dass es wirklich radioaktive Strahlen sind, aber... Ja, warum denn nicht? Ich meine, sie schaden Sonic. Also von daher könnte es ja gut sein, ne? Ich finde es auch immer cool, dass die Eggforms von Welt zu Welt anders aussehen, ne? Hier zum Beispiel sehen sie aus wie Musikanten, ne? Und in Sweet Mountain haben sie beispielsweise Kochmützen oder Schneebesen gehabt. Und in Tropical Resort haben sie ja noch diese Werbeschilder gehabt. Aber wie werden sie in den anderen Welten aussehen, ne? Das erfahren wir noch früh genug. Gut, nicht alles sehen in der Welt dementsprechend aus, sondern es gibt auch noch die normalen, ne? Die in jeder Welt gleich aussehen, ne? Warum auch immer. Verstehe ich jetzt nicht so recht, aber gibt es. Hier ist auch schon das Ende des dritten Acts. Und es kriegt noch einen C-Rang. Zum Teufel. So. Zeit für... Ah, das war schon Act 4. Dann kommt jetzt Act 5. Und da gibt es ein neues Wisp. Und irgendwie startet der Act genauso wie der allererste. Mit den Gravitationsspielchen, ne? Und sogar der Lichtweg ist genauso wie dort. Und selbst die Action-Fighter kommen hier nochmal. Warum? Ich frage mich echt, warum man sich dazu entschieden hat, einfach den Anfang des ersten X zu recyceln, ne? Ja, so perfekt ist Sonic Colors wirklich nicht. Aber im Vergleich zu dem, was man halt davor gehabt hat, so wie Sonic 2006 oder Sonic Unleashed, ist es nahezu perfekt. Sonic Generations ist so viele dann das perfekte 3D-Sonic. Ja, vom Gameplay her irgendwo schon, aber... Sonic Generations ist purer Fanservice. Man kann es nicht anders sagen, jetzt ist wirklich purer Fanservice. Ich meine, ihr habt die Level aus allen anderen Sonic-Spielen. Ihr habt Classic Sonic. Ja, es wurde halt einfach komplett auf den Fanservice gebaut. Mit Sonic Colors wurde sich halt noch was Neues... Da wurde halt was Neues versucht mit den Welten und so. So, und jetzt haben wir eine neue Wish-Verwandlung, nämlich den Hover. Damit können wir schweben und natürlich sogar so eine Art Lightspeed-Dash machen, ne? Ein sehr bekannter Move im 3D-Sonic-Universum, mit dem wir uns an den Ring ranziehen können, ne? Warum ist das Sonic ihn nur mithilfe dieses Wisp-Körner? Weil es ist eigentlich einer von Sonics Basis-Moves im 3D-Spiel, ne? Und ich finde es irgendwie auch komisch, dass er in dem Spiel nicht mehr kann, ne? Weil ich mag den Lightspeed Dash eigentlich. Ist eine tolle Möglichkeit, schneller durch die Level zu kommen, ne? So, und jetzt sind wir wieder in 3D. Auf dem riesigen Schlachtschiff, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ernsthaft, das Ding hat sogar da oben Waffen, ne? Und hier ist der Hoverwisp. Dem ich mich jetzt mal ganz geschmeidig an den Ring ranziehe. Und damit komme ich schon ziemlich weit nach oben, wie ihr seht. So, die metallenen Badnecks, die kann ich übrigens nicht besiegen, ne? Die sind unverwundbar. Da frage ich mich irgendwie, warum baut Eggman nicht mehr von denen? Dann hätte Sonic keine Chance mehr gegen ihn, ne? Tja, Eggman. Und so viel zu deinem IQ von 300. Kannst nicht im Ring landen, ne? Aber selbst wenn Sonic hat wahrscheinlich noch einen viel niedrigeren, ne? Habt ihr ja gerade gesehen, dass er nicht mal in dem Regenbogenring landen kann, obwohl er direkt drüber war. So, und jetzt haben wir auch die nächsten Wurst freigeschaltet. Und es kommt der letzte Act von Starlight Carnival. Geht hier richtig schnell, oder? Tja, das ist halt eben Sonic. Ja gut, aber zur Verteidigung muss man halt sagen, dadurch ist auch Sonic Colors kein wirklich langes Spiel. Und man wird sehr schnell zum Final Boss kommen. Ja, aber es ist halt generell so ein Problem bei den Sonic-Spielen. Die sind meistens nicht wirklich lange. Gut, Sonic Adventure war tatsächlich ziemlich lang, aber das lag halt auch daran, dass
es halt 6 verschiedene Stories gab, plus halt das Finale. Oder. Ja, Sonic 3 und Knuckles war ziemlich lang, aber halt auch nur, wenn man Sonic 3 und Sonic und Knuckles miteinander verbunden hat. Ansonsten waren halt beide Spiele ziemlich kurz. Ich glaube, Sonic und Knuckles war ein bisschen länger, aber dennoch. Sonic 2 war fürs. Aber gut, das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen. Die beiden Spiele sind doch auf dem Sega Mega Drive erschienen. Also sind so Sonic 1, 2, 3, Sonic und Knuckles sind ja noch Mega Drive Spiele. Da ging halt nicht mehr auf die Cartridge. Und Sonic 3 und Sonic und Knuckles sind ja auch nur deswegen getrennt worden, weil das Speicherplatz technisch nicht hingehauen hätte. Ja, so viel zur Story, warum die meisten warum die früheren Sonic-Spiele so kurz waren. Ne? Aber bei Sonic Colors hätte man auf jeden Fall mehr machen können. Ne? Na egal, jetzt kommt nämlich der Boss von Starlight Carnival. Und einer dramatischen Story-Wendung. This park is huge. Yeah, Eggman could be anywhere. Indeed I could, but I'm right here behind this generator. That's it, Hedgehog. Stand there and be a nice little target. Tails, is that you humming? Sonic, look out! Tails, buddy? He's my buddy now. What have you done to him? Me? I did nothing at all. Unless shooting him with my mind control beam that runs on alien energy counts is doing something to him, does it? To get to me, you're going to have to go through your best friend. This turned out much better than I could have hoped, and I only used a small prototype. Enjoy it while you can. Oh, I will. In fact, the only way to make this better would be to have you two fight. Come on, Tails. Snap out of it, dude. You don't want to do this. What the? Tails, buddy, are you all right? Where am I? Why is my nose hair tingling? Lousy, cheap alien energy. Ran out of juice. Well, I'll get more. Lots more. And then I won't just control one little punk, but the whole universe. In the meantime, enjoy the park. I'll leave you your own private tour guide. Pay up, Tails. I told you he had an evil plot, and coming here was a good idea. There it is, straight from the horse's mouth. We didn't bet. Dang. Wie kannst du jetzt an sowas wie Wetten denken, Sonic? Ich meine, wir wissen ja eigentlich, was Eggman mit den Wiz vorhat. Er wandelt ihm ihre Energie in einen Gedankenkontrollstrahl um. Den er jetzt mal vor kurzem kurz Tails kontrolliert hat. Aber auch wirklich nur ganz kurz. Was schade ist. Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn man jetzt hier so einen Tails-Boss-Fight gehabt hätte. Anstatt diesen. Ja, Luftschiff-Roboter, nenne ich jetzt einfach mal. Der ist übrigens nicht schwer. Er funktioniert so, wir müssen die ganze Zeit eigentlich nur die Homing Attack auf ihn spammen und mit dem Laser können wir sofort durch ihn durchrasen, ne? Aua. Er beballert uns hier die ganze Zeit mit seinem NG zu, aber wirklich schwer ist der Boss absolut nicht. Also so ein Tails-Boss-Fight wäre irgendwie ganz cool gewesen, ne? So der Tails, der von Eggman kontrolliert worden wäre. Schade, dass sie das nicht gemacht haben, ne? So, nochmal durch. Und dann sieht's für dich schlecht aus, Kumpel. Ja, und wäre ich jetzt zuerst zu Starlight Carnival und danach zu Sweet Mountain gegangen, hätte die Cutscene halt bei Sweet Mountain gespielt und nicht hier. Also, die hätte sich eigentlich nicht geändert, außer daran. Das Einzige, was sich geändert hätte, wäre der Ort. Und ich hätte euch jetzt nicht zeigen. Ich werde es auch nicht extra zeigen, wie das Ganze in Sweet Mountain ausgesehen hätte, weil. Das Einzige, was sich da ändert, ist ja der Hintergrund.
Das war's. Ja, und das war's auch schon für den Boss, wie ihr seht. Ihr seht, der ist absolut nicht schwer, aber das waren die anderen zwei bisher auch nicht. Der einzige, der so ein bisschen schwierig war, war der zweite. Aber der hier war echt eine Enttäuschung. Hey Sonic, did you give the guide your complaint? Oh, I gave it to him pretty good. Sup, Yakker? So did you get any more info out of him? Well, it wasn't easy, but yeah. Well, we know Eggman is going to use the energy he's stealing for a mind control weapon. Learn that one the hard way. Do we know how Eggman is getting all these aliens? Yeah, yeah. At first I thought that Yakker was talking about how Baldy Nosehair was using burps to do it. He is pretty gassy. Maybe the smell would knock him out? I don't know, something doesn't seem right with that. That's what I said. It made no sense. Then I made a tiny adjustment and realized he was saying generators. So, no burps. Well, that's a relief. Tell me about it. So basically, Eggman is using 5 tractor beam generators to hold their planet in orbit while he scoops the aliens all up. Hold a whole planet? Well, it's tiny, but still, yeah. Okay, fine. 5 generators? Well, I've already leveled 2. So, if my math is correct, that leaves us 3 more of those bad boys to take out. Nobody said there'd be math, but I'm with you, buddy. We should get moving. Yakker says the aliens don't have much time. Once I start moving, I don't need much time. The mind control weapon will be full of energy I've siphoned from the aliens, and Sonic's world will be the center of my interplanetary theme park. Y'all reckon you'll be able to get yourself enough of that energy to take over the whole dang planet? Yes, I reckon I will. Where is your new voice chip? Got it right here, sir. Just need to install it. The pink bone's connected to the... top bone. The top bone's connected to the mouth bone. There. Good as new. Finally. I don't think anything could have been more annoying than that cowboy chatter. Feeling ship-shape with me new voice chip, I am. I'm begging your pardon, Squire, but me and Mayday are gonna sail off and search for that lover Sonic. Arr! Yeah. I think that's the wrong chip. Really? Are you sure he doesn't normally speak in pirate? On the bright side, he's much more exotic now. Just go find him and hit that chip! Shortly, I will have no need for those idiots. In just a few hours, Sonic's world will be under my control. When it is, it will be the crown jewel of my amusement park. The greatest amusement park in the universe! I think I gloated so hard I pulled a muscle. Aha, Eggman hält die Planeten also mit Traktorstrahlen fest. Mann, Eggman, manchmal bin ich echt beeindruckt, was du alles so kannst. So, im nächsten Part geht's dann hier zur vierten Welt. Beziehungsweise die vierte Welt, die ich mache. Und ja, das ist dann auch gleich meine Lieblingswelt. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Aber wie gesagt, alles im nächsten Part. Dieser endet nämlich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tag, Leute. Willkommen in der Endcard. Hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen, aber schön, dass ihr trotzdem vorbeigeschaut habt. Links findet ihr das neueste Video, was ich hochgeladen habe. Und rechts findet ihr ein Video, was euch random vorgeschlagen wird. Ach ja, abonnieren könnt ihr mich auch von hier aus, wenn ihr wollt. Na dann, das soll es von heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.